So, und damit herzlich willkommen zurück zu Honkai Impact Third. Juhu. Ne. Warum ist das eigentlich so laut? Oder bilde ich mir das gerade ein? Irgendwie ist das... Ah, egal. Es war wirklich irgendwie gerade voll laut ein bisschen. Ah, egal. So. Piep. Piep. Oje, oje. Prinzessin Negos Geburtstagsparty. Ja, ist zwar noch nicht, aber... Was? Bingo? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was, 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 hä, was für ein Bingo? Oh, Bingo! Bingo! Entschuldigung. Menschliches Geheimnisschleife, was ist denn das? Okay. 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 Ja. Okay. Das ist sehr merkwürdig. Oh. 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 Naja. Eine neue Mission. Ich stehe zu deinen Diensten. Das will ich hoffen. Dummes Stück! Dummes Stück. Dummes Stück! Oh, Terminal! Terminal! Terminal Day! Terminal Day! Ja, heute ist der Terminal Day. Ist mir egal, Alter. Bitte lecken Sie mich am Arsch. Okay. Okay. Terminal Day. Nein. Terminal Day. Terminal Day. Entschuldigung. Es muss sein. Es nervt. Alter. Vor allem, ich feiere das, dass wir die Waffe jetzt einfach aufmerksam. Das ist das Beste, ey. Das ist halt die erste 6-Sterne-Waffe, die wir haben. Schon geil, Alter. Ey, man muss halt auch dazu sagen, wir haben von Herrscher May einfach mal das komplette Set, Alter. Es hat einfach das komplette Set mal. Lul. Das ist Lul, jawohl. Das ist Lul. Das Pre-Waffen-Special. Wer hat denn eigentlich alles eine Pre-Waffe? Mal gucken hier, wir machen das Pre-Waffen-Special. Special! Ja. Upsi! Das Pre-Waffen-Special. Special! So. So, everybody, let's go. Come on, join the thrill. Everybody, let's go. Juhu. Oh, die Alte nervt direkt wieder rum. Was ist denn das jetzt hier für ein Scheiß? Verpiss dich, Mann. Was ist denn das für ein Scheiß? Dreckswerbung, Alter. Ey, unfassbar. Ey, da kommt einfach so eine Werbung, Alter. Was ist das denn, ey? Das habe ich auch noch nicht gehabt, muss ich sagen. Ich glaube, das war aber nicht vom Spiel aus. Das war irgendwie... Naja. Ja, 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 ja. Piu. Boah, also irgendwie ist das doch arg laut, ey. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist doch schon arg laut, muss ich sagen, irgendwie. Ah, das ist besser. Das war halt doch echt arg laut irgendwie.
Keine Ahnung warum, aber... Kanto! Hi. Es ist nicht genug! Ach, halt doch dein Maul, das ist genug. Hast du ein Problem oder was? Geh sammeln, Alter, geh anschaffen. Ja. Ich mach ihn so platt. Pärm. Miau. Überfahren. Ich finde den gute eh so geil, einfach überfahren. Pärm. Didio. 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 Boah. Hack, 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 hack. Jawohl. Oh Mann, ey. Alter, was zum... Piu. Wie geht das nicht? Bam. Ja, super. Yeah. Yeah. Yeah! Wir haben's geschafft! Juhu! Juhu! Ah! Nicht gegen die Wand. Bitte laufen Sie nicht gegen die Wände. Denn es könnte wehtun. Warum verstellt sich immer die Kamera von selbst? Was ist denn das? Was ist das? What is das? Wie komme ich überhaupt auf die scheiß Musik gerade? Ich habe keine Ahnung. Alter. Würden Sie bitte aufhören? Miau, miau. Der irrwitzige Schlitzer. Pium. Pium. Alter. Ja, Alter, hallo. Darf ich auch nochmal was machen oder so? Hack. Ha. Hack. Na, na. Hack! Jawohl, Alter, hacken! Ich hacke! Ich hab die Vernichtung gemacht. Bronja hat einen Unfall gebaut, fährt gegen Wand. Oho. Oho. Aber ich finde, die sollten echt mal wieder eine neue Open World machen. Und ich meine eine richtige Open World, nicht so ein
Kack da, ey. Wie Post-Honkai Odyssey oder so. Weil das fand ich voll scheiße irgendwie. Die sollen mal so eine richtige Großstadt machen oder so. Das wäre geil, wo Ponya dann rumfahren kann oder so. Ja, keine Ahnung halt. Aber es wäre halt lustig, weißt du? Ja, super. Hallo. Hallo, vielleicht. Vielleicht kommst du. Ja, toll. Und jetzt oder was? Hallo? Hallo? Ja, super. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Scheiß Cheater, Alter. Hier, was ist denn los, Alter? Hä? Wieso? Hä, was war das denn jetzt? Ich wurde gar nicht getroffen. Willst du mich gerade veräppeln? Willst du mich gerade verarschen? Ich wurde nicht mal getroffen. Fick dich. Ich wurde nicht getroffen und ich flieg weg. Okay, alles klar. Hm, logisch. Na, Logo. Oh. Tio. Yeah. Der irrwitzige Schlitzer. Alter. Okay. Ich denke, wir haben das dann. So, auf jeden Fall, dann hätten wir das schon mal. Ich will gar nicht wissen, was bei der Boss-Arena wieder auf uns wartet für eine Scheiße. Na, wobei. Es könnte witzig werden. Ja, gut. Ich weiß nicht. Also, der Kampf ist ja easy. Da nehmen wir natürlich Durandal. Aber hier... Ach, mal gucken. Es könnte eigentlich gar nicht so schwer werden. Ich muss gerade ganz kurz überlegen. Feuer ist hier stark, ne? Ach nee, da hatte ich ja letztens einen Charakter, der das super machen kann. Sie hier. Entschuldigung. Lustig. Naja gut, ja. Ach so, ja gut, nee, das geht ja gar nicht. Ich weiß nicht. Die braucht ja immerhin noch einen kleinen Gehilfen, ne? Einen kleinen Gehilfen. Ja, komm dann. Passt schon. Ich brauche halt immer zwei Valkyrien, was scheiße ist, aber... Aber die kann man komischerweise überall immer verwenden. Das ist... Und vor allem, was ist hier für ein Team vorgegeben? Wollt ihr mich verarschen? Was ist das für ein scheiß Team? Komm also. Ihr habt doch einen Schatten, Alter. Als ob ich mit dem Team eine Chance hab. Ihr habt doch was geraucht. Ihr habt doch gekifft, Alter. Ihr habt doch echt gekifft, Alter. Mit dem Team habe ich doch keine Chance. Hier, Alter. Guck mal, Alter. Krass, Mann. Das hat jetzt nicht mal eine Sekunde gedauert. Oder? Ja, doch 7 Sekunden. Ne, 10 Sekunden. Was? Ja gut, ist halt so, ne? Aber ich find's halt lustig, ey. Also das ging sehr schnell. Ja, vor allem das empfohlene Team, das war ja auch für den Arsch, ey. Vor allem das empfohlene Team, das macht ja nicht mal Feuerdamage. Das ist ja... Naja. Hallo? Ja, komm. Alter, macht das Damage. Ja, das mit der, die mit der Priva-Waffe geht natürlich ab, Alter, schon klar. Und dann hat die ja zwei Stigmatas von ihrem Set auch nochmal. Was meinst du, wenn die jetzt das dritte Stigmata auch noch hätte? Oh, Alter. Das wäre übel. Ich glaube, das würde so abgehen.
Aber ich glaube, ich habe eventuell auch das falsche Stigmata, ne? Boah, Alter. 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 Drei Kämpfe in Folge so einfach. Was ist denn das? Ich bin von Rita nochmal anders gewöhnt. Muss ich ehrlich sagen. Also, das ist krass. Hack. Ja, 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 ja. Oh, sie hat mal ein bisschen mehr Leben. Aber stimmt, ich glaube, jetzt hatte sie die ganze Zeit nur 4 Energiebalken, jetzt hat sie 8 Energiebalken. Gut, aber... Naja, gut, das ändert jetzt auch nicht viel, ne? Also... Man sieht's gerade. Ja gut, das hat jetzt auch nicht viel geändert. Alter, das hat gar nichts geändert. Das hat nichts geändert. Ey, letzter Kampf, Alter. What the fuck? Ey, das ist ja viel zu einfach. Das ist ja viel zu einfach gerade. Ich meine, ich wusste, dass das einfach werden würde, aber so einfach? Okay, also... Ich meine, ja... Ey, Alter. Ich kann halt nichts machen, die wird dominiert, ey. Die wird komplett dominiert von mir. Die wird komplett dominiert von mir und zerrissen und zerfetzt und... Ah, oh, Digga, ey. So gehört sich das, Mann. Und nochmal den da hinterher und bam. Und nochmal den hinterher und bam. Oh, ja. Alter. Noch und noch leben, jawohl. Und nochmal ausweichen. Und nochmal den hier, jawohl. Und nochmal den hier. Hack. Alter, und nochmal den hier. Ja, komm, du bist eh gleich tot. Halt dein Maul, Alter. Hier, Alter. Bam. Bam. Machen wir nochmal mit ihr schnell fertig. Bevor die andere stirbt. So. Ey, sorry, das war ja einfach. Das war ja noch einfacher als Durandal. Willst du mich verarschen? Ey, das war ja, also, ganz ehrlich. Das war ja Kinderkacke. Das war Kinderkacke. Oh Mann. Also das muss ich sagen, war Kinderkacke. Ehrlich, also... Das war viel zu einfach. Ich dachte, der Kampf ist einfach, aber das ist ja noch einfacher gewesen. Also das war ja... Naja, gut. Sprechen wir nicht darüber. Gut, dann kann ich sie morgen machen. Danach dann den Arschloch da. Wobei der wahrscheinlich am schlimmsten wird, aber gut. So, dann hätten wir das auch fertig. Das Problem ist nur, wir sind jetzt bei 18 Minuten, weiß ich. Sollen wir schon Schluss machen? Nee, oder? Nö. Nee, wir sind ja nicht fertig. Wir holen ja alles raus, alle. Alles raus, alles. Ja, schön, nichts gekriegt. Alles klar, gut, danke. Hat sich gelohnt. Mann. Naja, gut, aber immerhin noch besser als bei Genshit Impact. Wo du halt wirklich gar nichts kriegst. Wo du halt nur Scheißdreck kriegst. Was halt niemand gebrauchen kann. Aber es ist halt echt so. Du kriegst halt echt nur Schrott in dem Spiel. Also, es ist halt gefühlt einfach nur Kacke, ey. Ja, gut, aber mittlerweile habe ich das ganze Spiel sowieso deinstalliert, was einfach nur Scheiße ist. Es ist einfach so komplett verbuggt, Alter. Ich meine, es ist halt komisch, weißt du, während eines Kampfes wirst du außerhalb dieser komischen Windzone geschleudert und dann kommst du nicht mehr rein und kannst den Kampf nicht mehr weitermachen. Geil, Alter. Und du kommst halt dann wirklich gar nicht mehr rein. Du bist dann irgendwo in einer verbuggten Zone und dann kommst du dann nicht mehr weg, ey. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, man kann sich auch während eines Kampfes irgendwie gar nicht teleportieren oder so, was dann auch nochmal ein Problem war. Und dann, dann bin ich ja gar nicht mehr weggekommen. Und der konnte mich da schön fertig machen und so, konnte mich da quasi töten.
Also es ist halt echt. Es ist halt echt ein verpacktes Kackgame. Es ist halt einfach, na egal. Sprechen wir nicht darüber. So. Sonderzob-Währung. Wie viel haben wir davon? 60. Ah, jawohl. Honkai Crystal. Nice. Nice. Das gefällt mir sehr gut. Was haben wir hier noch? Ja, wir können noch ein paar Kerne. Oder. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, von ihr brauchen wir noch ein paar Kerne, oder? Sie ist noch nicht auf Maximum. Ja, ein paar mehr, wenn es geht. Danke. Dass man das immer mit sagen muss. So, Event Shop. Was ist das schon wieder? Ach Gott. Ja, gut, aber es sind nur scheiße Fragmente dabei. Lohnt sich jetzt nicht so. Oder ist da irgendwas dabei, was ich gebrauchen könnte? Nee, ne? Ja, auch gut, außer Teri, aber. Aber die kriegst du ja sowieso mittlerweile permanent vollständig. Und hier kriegst du sowieso gar nichts, die Dinger. Story Shop. Ja gut, Story Shop sind wir auch schon durch, ne? Jetzt kann man hier die Dinger kaufen. Klar, Alter. Wer macht denn das? Wer macht denn das? Geil. Ich find's halt doof, aber wer macht das denn? Kein Mensch macht das. Niemand macht das. Ja, stimmt. Ja gut, eigentlich können wir die Story-Aufgaben nochmal machen. Lohnt sich eh nicht, aber... Eigentlich lohnt sich's halt wirklich nicht. Nee, komm, dann machen wir das auch nicht. Das ist Quatsch. Nee, dann machen wir nochmal hier ein bisschen Farming, Alter. Egal, Mann. Wir brauchen The Materials, Alter. The Materials, Alter. Matty, Matty. Matty, Mettwurst. So. Wie sagt man so schön? Kallen kann gut knallen. Ups. Hab ich das gesagt? Mit Kallen kann man gut knallen. Pam, 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 pam. By the way, die hat ja auch noch eine Pri-Waffe, ne, zu kriegen. Die kriegt ja auch später eine Pri-Waffe, fällt mir gerade auf. Da war ja was. Aber ich weiß nicht, ob sie wirklich stark wird später. Deswegen weiß ich nicht, ob sich die Pri-Waffe lohnen würde. Schwierig zu sagen. Warum ist da eigentlich RB dieser komische Move? Das frage ich mich gerade. Ach, wir hätten mit drei Charakteren gleichzeitig gekämpft oder was? Oh Gott. Ja gut, das ist natürlich... Boah, da hätte ich rein theoretisch eine Idee gehabt. Scheiße, Alter. Ich hätte so einen... Weißt du, ich hätte so einen super schwachen Charakter nehmen können. Und die anderen, wären dann so super starke gewesen. Die hätten mich dann beschützen müssen. Wäre lustig gewesen. Naja, gut. Mann. Tschu, tschu, tschu. Jawohl. Und Action. Ja, sie ist schon tot, aber ist okay. Warte. Och, ich konnte kein Bild von machen. Ja. Es wäre halt toll, wenn die mal einen vernünftigen Screenshot-Modus einbauen würden. Das wäre ganz geil. Weißt du, wenn du so im Kampf bist und dann drückst du auf den Knopf oder so, kannst die Kamera dann schön ausrichten oder so. Und dann kannst du da das Bild machen. So ein bisschen wie bei Genshin Impact, weißt du so? Ja, wobei Genshin Impact, da kannst du ja auch nur so Standbilder machen. Richtige Bilder am Kampf oder so kannst du eigentlich auch nicht machen. Das hat eigentlich auch schon ein bisschen scheiße gemacht. Nee, aber es wäre halt geil, weißt du? Drückst halt während des Kampfes einfach so die Taste oder so und dann steht das Spiel still. Und dann kannst du so die Kamera ausrichten und kannst so richtig schönes, geiles Actionbild machen, so. Mit einer richtig geilen Positionierung und so. Das wäre halt geil, Alter. Aber nö. Das wäre ja zu viel Arbeit. Ich meine, bei Genshin haben sie wenigstens halbwegs einen Fotomodus, aber so viel besser ist der auch nicht. Also, den kannst du genauso da ausgeben. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt können ja wieder alle kommen, Genshin ist eh besser. Nee, ein Scheiß ist es besser. Es wird nie besser sein. Es wird nie besser sein. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Jetzt kommt mir bloß nicht mit, die Charaktere sind stärker. Wo sind die stärker, Alter?
meine, ganz ehrlich, seien wir mal ganz ehrlich. Kann in Genshin Impact ein Charakter das hier? Na? Seht ihr? Das kann nämlich keiner in Genshin Impact. So. Jetzt könnt ihr mal googeln, ne? Jetzt könnt ihr mal gucken, Alter. Jetzt könnt ihr nämlich mal gucken, Alter. Das kann nämlich keiner eurer tollen Genshin-Charaktere. So sieht's nämlich aus. So ein Ding ist das. Haufen Scheiße, du, ey. Oh, Bomberman! Keiner macht's wie Bomberman. Bomberman, Bomberman. Keiner macht's wie Bomberman. Er legt die Bomben überall hin. Alter, das ist so geil, Alter. Vor allem, ich finde, die hätten wirklich so ein Bomberman-Spiel draus machen können eigentlich. Dass du da rumläufst und irgendwie, keine Ahnung. Huch. Nee, aber wisst ihr, wie ich das meine? Dass du halt rumläufst irgendwie und so Bomben legst oder keine Ahnung halt. Das wäre halt geil gewesen. Man hätte so viel machen können. Oder genauso wie dieses Airfighter-Spiel. Es gibt doch auch dieses, wo du mit dem Schiff da rumfliegst, wo du hier an der Seite so rumfliegst. Da musst du hier die Sachen, die Gegner abknallen und so. Hier, Luftkampf, genau. Luftkampf ist das. Ich feier das so krass, Alter. Und ich finde, da hätte man ruhig mal irgendwie so ein Event machen können, irgendwie. Also wisst ihr, wie ich meine? Hier, guck, das meine ich, Alter. Einfach dieses Fighter-Game so. Und dann kannst du hier so rumballern die ganze Zeit. Musst halt die Gegner killen. Da hätte man verschiedene Level machen können irgendwie. So eine ganze Reihe oder so. Das wäre so geil gewesen. Genauso wie mit dem Bomberman oder so. Man hätte da einfach eine ganze Reihe machen können. Oder bei diesem Homo-Spiel. Das gibt's ja auch nochmal, wo du da so nach rechts laufen musst. Die Sachen einsammeln musst und alles. Und da kannst du auch noch Gegner machen und so. Und ich finde, da hätten sie auch so ein richtig schönes Event machen können. Einfach mit mehreren Leveln oder so. Das wäre so geil gekommen. Das wäre so richtig geil gewesen. Aber leider haben sie das nicht gemacht. Sehr schade eigentlich. Finde ich echt schade. Jetzt kommt der Boss, Alter. Der Baba. Der Baba. 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 Der Baba. Tio. 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 Siehst du, und das war's, Alter. Level complete. Und es wäre halt so cool, wenn es da einfach eine ganze Reihe von geben würde. Das wäre halt voll cool, Alter, weißt du? Aber hier bei Herausforderungen oder so, dass du hier drauf gehst oder so. Und dann hast du hier die verschiedenen Sachen, so dieses mit dem Luftschiff oder hier mit dem Bomberman oder so. Das wäre so geil. Das wäre einfach komplett geil. Was ist denn das, Blockade? Oh, das ist die verfickte Kacke schon wieder. Oh, das gucke ich mir später mal an. Rieme. Ja gut, das gucke ich mir wahrscheinlich später an. Das scheint wohl nicht so geil zu sein. Das ist bestimmt wieder so eine komplett schwere Kacke. Egal. Egal. Möge das warme Sonnenlicht immer auf dich scheinen. Danke. Sonnenlicht. Keks. Ein Keks, Alter. Scherzkeks. Ja, jetzt wahrscheinlich wieder dieses Bingo, wa? Bingo! Bingo! Ja, ich hab's. Nicht. Willst du mich verarschen, oder was? Ja, dann kannst du ja nur noch hier sein. Hä? Ach so, ich hab Ach so! Ich brauch die Donuts. Ich hab gedacht, ich brauch die, die Gabeln. Oh, ist das beschissen. Das ist ja richtig blöd. Okay, das wusste ich natürlich. Ja, gut, okay. Woher soll ich das wissen? Ah, okay. Jawohl, das war easy, Alter. Das war easy. Das war richtig easy. Das war ja richtig easy. Nee, die Bingo-Spiele sind eigentlich geil, Alter. Die feier ich. Die feier ich komplett, ey. Die sind so gut.
Die sind so gut einfach. Du hast alle täglichen Missionen abgeschlossen. Gut gemacht. Okay, dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, geht's am Samstag weiter. Jawohl, Mann. Dann würde ich sagen, ciao.